18 Uhr. Ich bin glücklich über das, was rausgekommen ist. Obwohl. Guten Morgen, hier ist die Leonie. Ich darf euch heute den Tag über mit reinnehmen, was wir so machen im College, damit ihr seht, was im Moment ein College-Student eigentlich so den ganzen Tag über macht. Es ist 10 vor 8, einem herrlichen Dienstagmorgen. Und ich bin gerade auf dem Weg zum College. Deswegen würde ich sagen, seid gespannt. Vom McVlog beginnt der Tag so, dass wir ein kurzes Meeting haben, wo wir uns austauschen, was es Neues gibt und was in der nächsten Zeit ansteht. Und danach um 8.30 Uhr geht's hoch in die Chapel. Dort starten wir mit Worship und mit einem kurzen Input in den Tag. Und rein geht's! Hey! Oh, da geht's gleich los auf der Bühne heute. Guten Morgen! Oh, das ist Steffi Mutter! Moment im College! Hey! Koinonia ist ein griechisches Wort. Und dieses griechische Wort bedeutet so viel wie Teilhabe, Gemeinschaft und enge und tiefe Gemeinschaft der Heiligen. Das ist Liebe. Koinonia bedeutet Teilhaben. Koinonia bedeutet gemeinsam schaffen. Freunde haben, dass wir Christen um uns herum haben, mit denen wir Koinonia leben, weil Gott im Mittelpunkt ist. Yes, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns für diese Gemeinschaft geschaffen hast. Ich danke dir, dass du uns für Koinonia geschaffen hast. Ich danke dir, dass wir Koinonia mit dir haben dürfen. Wir beten in deinem mächtigen Namen. Amen. Hey Friends! Die Chapel ist vorbei. Ich hatte heute die Ehre, einen Input zu halten, denn es war herrlich. Und jetzt ist die Chapel vorbei, leider. Das heißt, wir gehen jetzt alle nach Hause und treffen uns gleich wieder in unseren Watch Group. Wir sehen uns! Wir sind jetzt mitten in unserer ersten Class, in unserer DNA-Class. In den letzten Wochen hatten wir schon in den Classes immer eine Session mit Silas. Silas ist der Hauptleiter vom Momentum College und er ist beim Sitz in Gummersbach. Da haben wir uns immer Videos angeschaut, was Silas dazu sagt über übernatürliches Erleben. Und jetzt machen wir heute nochmal so ein Sum-Up mit Edgar. Dass du Bewusstsein hast, wer du bist von Christus, dass du gesalbt bist, berufen bist und dann in deinen Dienst gehst. Und bei uns ist es so, dass wir die Class haben und danach schreiben wir immer unser One Thing auf. Ich glaube, Steffi wollte mal ganz kurz ihr One Thing teilen. Leute, mein One Thing hat gerade Edgar gesagt. Und zwar haben wir darüber geredet, dass unsere Aufgabe in erster Linie ist, wirklich an Gottes Herz zu bleiben. Dass wir ein immer stärkeres Bewusstsein brauchen, dass Jesus in mir lebt. Und dieses Bewusstsein muss wachsen. Richtig, richtig stark. Und jetzt haben wir erstmal 15 Minuten Pause bis um 11.15 Uhr. Und um 11.15 Uhr geht es dann weiter mit unserer zweiten Class für heute. Die haben wir nachher mit Carmen und das ist Potenzialentwicklung. So, ich dachte mir, in meiner Pause, während ich mir schnell einen Kaffee mache, nehme ich euch ganz kurz mit rein, was das Jahr Momentum College in mir schon bewegt hat. Ich durfte richtig realisieren, was es bedeutet, dass es bei Gott nicht darauf ankommt, wie viel ich leiste oder wie viel ich tue,
tue, sondern allein darauf, was ich mit ihm tue und dass ich in seiner Gegenwart bin und bleibe. Und für all die Erfahrungen bin ich so, so dankbar. Und genau deswegen machen wir den Vlog, um Spenden in unserem Spendenbarometer zu sammeln, um es nächstes Jahr Studenten zu ermöglichen, das College zu machen. Und Shoutout an all ihr Spender. Wir haben einfach schon crazy 4.000 Euro an Spenden. Das bedeutet, es kann schon ein Student nächstes Jahr ans College kommen und das College machen. Und wenn du es weiterhin auf dem Herzen hast zu geben, dann bitte geh und schau, wie das Spendenbarometer in die Höhe schießt und immer mehr junge Menschen das College machen können. Und ich würde sagen, darauf gibt's jetzt erstmal einen Kaffee. So, jetzt hatten wir gerade unser zweites Fach und zwar Potenzialentwicklung. Und zwar haben wir über Bewerbungsschreiben und über das Vorstellungsgespräch geredet. Gut, wir haben richtig nice Tipps bekommen und mein One Thing war, dass wir den Elevator Pitch durchgegangen sind und da anhand dessen unseren Traumjob, uns für unseren Traumjob vorstellen sollten. Und das war richtig gut. So, wir sind jetzt durch mit unseren zwei Teachings für heute und es war richtig gut und wir sind jetzt in der Mittagspause angelangt. Das heißt, wir haben jetzt eine Stunde Mittagspause, bis es heute Nachmittag mit dem Stream weitergeht. Und ich glaube, die WG hat jetzt schon langsam Hunger. Das heißt, wir fangen jetzt an zu kochen. Jetzt ist Ende von unserer Mittagspause erreicht und um 13.30 Uhr geht es weiter mit dem Stream und ich habe hier die herrliche Pauline neben mir sitzen, weil wir uns nämlich immer für den Stream zusammen treffen und dann zusammen Stream schauen und wir freuen uns heute. Heute haben wir die Anna und schauen mal, was sie so für uns vorbereitet hat. Jetzt sind wir am Ende vom Stream schon angekommen. Es war richtig cool. Cool, dass wir von Anna auch lernen dürfen. Ja genau, jetzt steht noch an, heute ist Dienstag, das heißt, heute gibt es einen neuen Instagram-Post, das heißt, der wird jetzt noch designt und kommt dann heute Abend hochgeladen auf Instagram. Und ich würde sagen, dann ist wahrscheinlich auch schon wieder Abend und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat der College-Tag heute gefallen. Und ihr habt jetzt ein bisschen mehr so eine Idee, wie so ein Tag am Moment College Nürnberg ausschaut. Und ich habe es geliebt, euch mit reinzunehmen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt so ungefähr, was eigentlich so ein Momentum College-Student macht und was der eigentlich für ein nices Leben hat, ne? Ciao.